Am Wochenende standen im Sportforum Berlin-Hohenschönhausen die Berlin-Brandenburger Meisterschaften der U20 und U16 Leichtathleten auf dem Programm. Während drinnen noch die aktuelle Weltspitze trainiert, laufen draußen schon die ersten Wettkämpfe. Ja, das ist eine Qualifikationsmöglichkeit für die deutschen Meisterschaften und für die Jugendlichen geht es hier halt um die Landestitel. Unter den Athleten und Athletinnen ist auch die Sprinterin Eileen Lachmann vom SCC Berlin, die normalerweise gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester an den Start geht. Alleine zu laufen ist aber auch mal ganz schön und eine willkommene Abwechslung. Ich bin eigentlich relativ froh drüber, weil ich ein bisschen besser laufen kann, wenn die Konkurrenz noch nicht so hoch ist. Besonders für die ersten Starts in der Saison mag ich es halt viel lieber. Ihren ersten Vorlauf gewinnt die Berlinerin souverän und zieht als zweitschnellste Starterin in das Finale ein. Hier muss sie sich aber ihrer Vereinskollegin Serena Stenger und ganz knapp auch Fiona Bochert geschlagen geben. Selbstkritisch zeigt sich nach diesem Rennen aber vor allem die strahlende Siegerin. Ja, zum Finale war es halt ein bisschen blöd so vom Gefühl, weil Eileen meine beste Freundin halt ist und es war halt schon von Anfang an so ein Zweikampf zwischen uns. Also wir wussten, es geht um ersten und zweiten Platz. Und ja, dann am Start, ja, war relativ gut, war jetzt zwar nicht der Beste, und dann, aber im Mittelteil war ich dann richtig stark, meinte mein Trainer auch. Hinten raus hätte es jetzt noch besser sein können. Ein weiteres Ausnahmetalent stellt der USC Berlin mit dem erst 13-jährigen Fred Isaac Fleurisson. In gleich 7 Disziplinen geht er innerhalb von 2 Tagen an den Start und ist dabei auch noch extrem erfolgreich. Bei ihm war von vornherein zu erkennen, Sprung, Sprint ist sein Ding, sein Wille, sein Ding. Er misst sich mit den Großen, die ich noch habe, und bettelt sich mit den Leuten dann immer. Und er will einfach alles können. Nur eine Sache ist ihm zu langweilig. Ich will halt immer besser werden, damit ich irgendwann mal für Deutschland starten kann. Und dann wurde es richtig spannend. Zunächst sorgt das 400-Meter-Hürdenfinale der U20 für Aufsehen, bei dem Johannes Wute von der LG Nord und der Potsdamer Justus Ringel mit einer Zeit von 54,77 Sekunden zeitgleich Jugendbestleistung laufen. Geht es auch im Finale der 4x100-Meter-Staffel der weiblichen U20 zu, welches das SCC-Team letztlich dank einer starken mannschaftlichen Leistung für sich entscheiden kann. Ich würde sagen, bei der Staffel geht es hauptsächlich darum, dass man als Team zusammen den Spaß hat und einfach den Sieg jetzt in dem Fall holt. Und ja, es geht halt mehr um die Zusammenarbeit im Team und nicht so als Einzelkämpfer. Und ja, dass man sich halt auf die anderen auch verlassen kann. Ja, man sollte auch nicht so sauer sein auf andere, wenn es mal nicht klappt. Das ist ein Team und ja, ja. Es kann immer was passieren. Genau. Man soll Spaß haben, das ist die Hauptsache. Ja. Die Berlin-Brandenburger Meisterschaften, auch in diesem Jahr wieder eine tolle Veranstaltung, die Lust macht auf mehr und Mut gibt für die kommenden Herausforderungen.